Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Kurz vor Ablauf des Hilfsprogramms heute um Mitternacht gibt es in der griechischen Schuldenkrise noch Bewegung. Zunächst machte die EU-Kommission Athen ein Gesprächsangebot. Voraussetzung sei, dass die Regierung Tsipras die Vorschläge der Geldgeber schriftlich annehme. Mehrere tausend Griechen haben sich am Abend wieder vor dem Parlament versammelt. Ja, zusammen für Griechenland steht auf diesem Transparent. Heute Abend wollen sie noch mal ein Signal setzen und für ein Ja beim Referendum werben. Ich denke, die Mehrheit der Griechen wird am Ende mit Ja stimmen, weil das eine ernste Frage ist, ob wir in Europa bleiben wollen oder nicht. Regierungschef Tsipras überraschte die Europartner unterdessen mit einer Kehrtwende. Entgegen aller Spekulationen war er nicht nach Brüssel gereist. Zusammen mit Finanzminister Varoufakis beriet er in Athen über eine neue Strategie. Die Regierung bittet erneut um ein zweijähriges Hilfsprogramm aus dem Euro-Rettungsfonds ESM. Dass es in den nächsten Stunden noch zu einer Einigung kommt, erscheint aber unwahrscheinlich. Noch gestern sagte Tsipras im griechischen Fernsehen: Wenn Sie uns einen guten Deal anbieten, dann zahlen wir das Geld an den IWF. Einen tragfähigen Deal, so wie unser Vorschlag. Währenddessen kämpfen die Griechen weiterhin mit der Versorgung ihrer Familien. Viele decken sich bereits mit Lebensmitteln ein. Erste Supermärkte melden leere Regale. Am Geldautomaten beträgt das Limit 60 Euro. Ich denke, wie jeder, der richtig denkt, es ist eine Schande. Man steht da vor dem Geldautomaten für 60 Euro. Meine Eltern haben keine Karte für den Bankautomaten und bekommen deshalb überhaupt kein Geld. Für Rentner, die kein Konto besitzen, sollen morgen knapp 1000 Banken öffnen. Trotzdem ist die Stimmung friedlich. In wenigen Stunden läuft das Hilfsprogramm aus. Dann hängt alles davon ab, wie die Griechen am Sonntag entscheiden. Es wird Sommer in Deutschland und richtig heiß. Hier ist unsere Wettervorhersage. Subtropische Heißluft und Sonnenschein sorgen für hochsommerliche Tage. Im Norden und Osten bleibt die Temperatur zunächst noch erträglich, aber sonst sind ab Freitag an die 40 Grad möglich. Im Osten gibt's heute Nacht ein paar lockere Wolken, sonst dominieren Mond und Sterne den Himmel. Morgen scheint überall die Sonne, am ehesten über den östlichen und südöstlichen Mittelgebirgen können ein paar Quellwolken auftauchen. Am Oberrhein heute Nacht bis 18, im Osten stellenweise nur 9 Grad. Morgen an der See 22 bis 25, im Südwesten bis 35 Grad. Auch am Donnerstag sonnig und heiß, im Nordwesten könnten sich einzelne Gewitter entwickeln. In den folgenden Tagen steigt die Hitzebelastung noch, dazu Sonnenschein und am ehesten im Nordwesten hier und da Gewitter. Wir melden uns wieder um 22.15 Uhr mit Karin Mioska und diesen Tagesthemen. Angst und Asyl, Sachsen und die Flüchtlinge, außerdem die neuesten Entwicklungen in der Griechenland-Krise. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.